Das ist jetzt der offizielle Startschuss für unser ISB Nordsymposium 2022. Herzlich willkommen euch allen hier. Dieses Jahr Mut zum Aufbruch. Nachhaltigkeit und systemische Kompetenz in gelebter Verantwortung von Organisation und Gesellschaft. Wir haben Großes vor. Wie können wir Führungsentwicklungsthemen mit Nachhaltigkeitsthemen verbinden? Von Cash Cows zu Donut-Ökonomie. Das heißt, wie kommen wir sozusagen in unserem Verhalten in der Wirtschaft wieder dahin, Werte zu schaffen und Werte zu hinterfragen, die uns zu einem tatsächlich mehr gemeinschaftlichen Umgang mit Ressourcen bringt. Wir erleben da selbst, wie herausfordernd es ist, Haltung auf der einen Seite und Handlung auf der anderen Seite in einer guten Art und Weise zusammenzubringen. Transformationsvorhaben werden einfach wieder unsere Expertise benötigen. Und wahrscheinlich ist es ganz gut, auch da ein bisschen Expertise in dem Thema Nachhaltigkeit zu haben. Was wir beobachten auch in unserer Beratung ist, dass wir Prozesse immer effizienter und nachhaltiger machen. Wir machen die Produkte nachhaltiger und letztlich tun wir damit Folgendes: Wir machen das Schlechte ein bisschen weniger schlecht. Wir haben uns überlegt, wie kann man so grundlegend arbeiten, dass es wirklich gut wird, und sind zu den Geschäftsmodellen gekommen. Man muss wirklich Geschäftsmodelle und die Art, wie wir wirtschaften, grundlegend überdenken. Wenn ich mittlerweile über Nachhaltigkeit nachdenke, dann denke ich nicht an Strategien, Transformationsroadmaps etc., sondern ich sehe im Endeffekt Geschichten von Menschen. Wir haben einen ersten Schritt gemacht, das war mein Eindruck, und es sollten noch viele weitere folgen. Ich fand es sehr inspirierend. Ja, Frank, du hast vorhin so einen Nebensatz gesagt, nicht locker lassen, und das ist mir sehr hängen geblieben. Habe ich gedacht, ja, nicht locker lassen. Nicht vergessen. Gleich eintragen. 9.9.23.